Ja, Niederlagen sind nie besonders schön. Heimniederlagen erst recht nicht. Für unsere Kiezkicker war es gegen Hannover 96 jetzt also die erste Heimniederlage in dieser Saison. Dennoch gilt jetzt natürlich der volle Fokus auf das nächste Spiel. Das bestreiten unsere Jungs nämlich auswärts beim FC Ingolstadt. Und den Gegner, den haben wir uns zusammen mit unserem Co-Trainer Fabian Hürzeler mal etwas genauer unter die Lupe genommen. Also ich glaube, dass man prinzipiell in der Liga kein Gegner unterschätzen darf. Das sieht man jetzt auch wieder an den Ergebnissen des letzten Spieltags, dass, glaube ich, jeder jeden schlagen kann. Ich glaube, dass einer ihrer Stärken ist auf jeden Fall, dass sie versuchen, ständig Druck auf den Ball geben zu wollen. Ja, also wenn sobald sie den Gegenspieler vor sich sehen wollen, die auf ihm Druck ausüben wollen, den Gegner zu Fehler provozieren und dann natürlich schnell umschalten, aus dem Ball gewinnen. Zudem agieren sie als Mannschaft, als Einheit. Also sie agieren sehr, sehr kompakt, sind auch geduldig in Bremen gewesen, lange 1-0 hinten gewesen, trotzdem immer auf ihre Chance gewartet. Und ich glaube, das ist, was sie auch auszeichnet. Zudem hat Ingolstadt natürlich im Moment auch einen Lauf, sag ich mal. Also sie haben gepunktet in den letzten Spielen. Ist auch eine coole Energie, wenn man ihre Spiele so sieht, dass sie wirklich die nochmal pushen, dass sie nicht aufgegeben haben. Und dementsprechend ja, wird das ein spannendes Spiel in Ingolstadt. Ja, und auf dieses Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt, da bereiten sich unsere Jungs natürlich intensiv drauf vor. Die Jungs gehen jetzt hier auch gerade auf den Platz rauf und haben dann intensive Einheiten vor sich. Und die besten Trainingsimpressionen, die gibt es natürlich wie immer jetzt für euch. Ja, auch neben dem Platz war natürlich bei uns im Verein wieder einiges los, vor allem auch an der Konsole. Da konnten unsere E-Footballer nämlich ein richtig starkes Ausrufezeichen gegen Werder Bremen setzen. Und die weiteren Themen, die seht ihr jetzt. So, 90. oben, Nachspielzeit jetzt. Allerletzter Angriff für Megabit. 2 Minuten nach. Rasante Schlussminuten beim E-Football. Unsere E-Kiez-Kicker haben starke Partien gegen Tabellenführer Werder Bremen abgeliefert und wir hier einen echten Last-Minute-Sieg eingefahren. Insgesamt erspielte sich unser Team 7 Punkte gegen den Spitzenreiter und steht damit in der Virtual Bundesliga auf Rang 5. Starke Leistung. 90 plus 3 und auch plus 3 Punkte für St. Pauli. Unfassbar, Megabit ist abgehauen. Zehmer da noch unten rechts, der kann es nicht glauben, Megabit ist vom Stuhl gefallen. Und Kamal kommt aus dem Grinsen nicht mehr raus, der weiß gar nicht, wo er hinschauen soll bei seinen Jungs und Mädels, die ihm da folgen auf der Facecam. Unfassbar! Nachwuchsspieler Niklas Jessen unterschreibt einen Profivertrag beim FC St. Pauli. In der laufenden Spielzeit kam Jessen, der auch noch in der U19 spielen könnte, zu 18 Einsätzen für die U23 in der Regionalliga Nord und bereitete dort 2 Tore vor. Er trainiert aber regelmäßig im Profiteam unter Timo Schulz und kam in Testspielen der ersten Mannschaft zum Einsatz. Sein Profivertrag gilt ab dem 1. Juli 2022. Glückwunsch, Niki! In einem packenden Staffelabschluss hat sich unsere U23 bei Weiche Flensburg ein 3:3 Unentschieden in Unterzahl erkämpft. Für die Kiezkicker trafen Aurelio Bongo mit einem Doppelpack und Max Brandt.
Neues Jahr, neues Rabauken-Trikotset. Nicht nur das Design, auch der Hersteller ist neu an Bord. Mit DIY als Ausrüster kommen wir dem Thema Nachhaltigkeit noch einen Schritt näher und starten so die kommende Camp-Saison bei den Rabauken. Mit jeder Buchung bei unseren Fußballcamps oder unseren Mini-Rabauken- und Ballschulangeboten könnt ihr euch das Trikotset sichern. Alle Infos dazu gibt es unter dem Link in der Videobeschreibung. Auf dem Weg zu einem bestmöglich nachhaltigen Sortiment haben wir unser Lager aufgeräumt und bieten euch ab sofort zahlreiche Klassiker und ein paar Neuheiten zu kleinsten Preisen an. Greift bei unserem großen Altware-Sale jetzt zu. Ob Hoodies, T-Shirts und mehr. Die gibt es ab sofort im Online-Shop und den Shops am Stadion und auf der Reeperbahn zu kleinem Kurs. Also, stöbern lohnt sich. Den Link zum Sale findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, das war's wieder mit einer Folge kurz und knackig. Ich hoffe natürlich, dass sie euch wie immer gefallen hat. Für das Auswärtsspiel unserer Jungs am Samstag drücken wir natürlich ganz fest die Daumen. Und in diesem Sinne, Forza St. Pauli!